Hallo und herzlich willkommen hier zum 15. Dezember 2010 zum Adventskalender. Gestern habe ich ein Video reingestellt. Dazu gab es bis jetzt noch keine Kommentare zur Aufklärung, wie der Trick vielleicht funktioniert hat. Deshalb gibt es auch noch keine Auflösung. Oder wird es auch gar nicht mehr geben, denn ich habe ja gesagt, erst wenn ihr bis heute einen Kommentar reingeschrieben habt, gibt es einen Kommentar, eine Auflösung. Heute gibt es aber erstmal einen kleinen Tipp, also eine Review sozusagen. Viele haben sich nämlich immer gefragt, was das hier ist. Diese kleine Flasche hier im Hintergrund. Das hier. Das ist eine Magieflasche. Scharf stellen. So. Diese Magieflasche kann man sehr gut beim Zaubern mit einbinden. Zum Beispiel einfach die Aktivität des Zuschauers steigern, indem man ihm einfach diese Flasche gibt und er soll einfach von der Flasche etwas an den bestimmten Ort reintropfeln, wo was irgendwie geschehen soll. Zum Beispiel in die Hand. Ja, meine Hand ist leer, tropfel mal ein bisschen davon rein, so blub 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 blub. Und dann erscheint irgendwas oder verschwindet irgendwas. Also super geeignet für Kinder und für Erwachsene und das ist einfach super. Wo es das zu kaufen gibt, also ich habe es aus dem Zauberladen. Ihr müsst mal gucken, wo bei euch ein Zauberladen ist. Vielleicht hier bei unserem bekannten Zauberladen hier. Oder einfach mal googeln, kleine Magieflasche oder irgendwie sowas. Dann findet man sowas bestimmt. Übrigens hier auf dem Blog findet ihr viele Videos, Hintergrundinformationen zu den Videos, was bald alles erscheinen wird bei VV Magic Boy oder bei VV Film. Und da könnt ihr einfach auch mal reinschauen. Den Link zu diesem Blog findet ihr auf meiner Kanalseite. So, das war heute diese Review zu dieser kleinen Magieflasche. Und wir sehen uns morgen wieder zum 16. Dezember. Bis dann, ciao.